Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ganz herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharogny. Ja, vielen Dank. Herr Hossel, die Gefechte in verschiedenen syrischen Städten gehen unvermindert weiter, ohne dass eine Aussicht auf Ende dieser Kämpfe in Aussicht wäre. Wie beschreiben Sie, Herr Hossel, die gegenwärtige Situation in diesem arabischen Land? Wir müssen leider sagen, dass sich die Lage der Menschen von Tag zu Tag immer weiter verschlechtert. Wir müssen auch sagen, dass die syrische Opposition und die sie unterstützenden ausländischen Kämpfer bis hin zu einzelnen Terroristen und Al-Qaida-Gruppen nicht in der Lage sind, das wird inzwischen auch von amerikanischer Seite offen zugegeben, heute zum Beispiel durch die New York Times, die Sympathiewerte, die sie einmal hatten in der syrischen Bevölkerung, zu halten. Das heißt, man muss eigentlich sagen, die Gewaltausübung in Syrien wird immer sinnloser. Und sie kostet immer mehr Blut, sie verunsichert die Menschen. Hunderttausende Flüchtlinge gibt es inzwischen, vor allem auch intern. Und in einem Vortrag, den ich gestern gehalten habe, ausgerechnet vor einer deutsch-amerikanischen Freundschaftsgesellschaft der Ältesten, dort habe ich gesagt, dass im Falle, wie soll man sagen, einer Amtsenthebung der jetzigen Regierung niemand mehr für das Leben der 3 Millionen Christen und etwa auch 3 Millionen Aleviten garantieren kann. Und das sind natürlich ganz extreme, unangenehme Aussichten, die nur befördert werden durch die Entwicklungen am Boden. Herr Hossel, hätte der Krieg ohne fremde Unterstützung so lange gedauert? Welches Interesse hat überhaupt das westliche Ausland, aber auch Saudi-Arabien und Katar an eine Fortsetzung der Kämpfe? Ja, wir stehen hier natürlich an einem Wendepunkt, das ist ganz klar. Ich will noch einmal sagen, ich habe das in unserem freundschaftlichen Kontakt ja öfter schon gesagt, solche bewaffnete Zusammenstöße hätte es ohne ausländische Einmischung nie gegeben. Das ist gar keine Frage aus meiner Sicht und nach meiner Informationsgrundlage. Und das kann im Moment auch kein Mensch, der diese Informationen zur Kenntnis genommen hat, bestreiten. Und wir müssen ganz klar sagen, dass das jetzt so lange dauert, liegt nur an einer massiven Eingriffslage von außen. Und darin sind hauptsächlich beteiligt als allererster Staat natürlich die Türkei, aber insbesondere auch Saudi-Arabien und Katar, vor allem Katar, noch mehr sogar als Saudi-Arabien. Und diese Art offener Unterstützung mit Waffen, mit Geld, mit Mannschaften, auch die logistische Unterstützung aus Libyen durch dort eingesetzte Kämpfer zum Sturz des Gaddafi-Regimes, geradezu ein Wanderzirkus von Umsturz und Staatsvernichtung, das ist ja etwas ganz Groteskes. Durch das Ausland wird das gemacht. Und die Frage jetzt, warum wird das denn fortgesetzt? Und da kann man nur sagen, so leid mir es tut, das aber in aller Freundschaft und Deutlichkeit sagen zu müssen auch, das richtet sich gegen ihr Land, das richtet sich gegen Iran. Weil leider Gottes die Ansicht der allermeisten militärstrategischen Sandkastenspieler und politisch-strategischen Sandkastenspieler in den USA und in der NATO, die ist, dass um größeren Druck auf ihr Land Iran ausüben zu können, man den Staat Syrien sozusagen an den Abgrund, an die Kante des Abgrundes fahren muss sozusagen. Also von innen heraus so weit wie möglich zu zerstören mit äußerer Hilfe, damit der Iran aus der amerikanischen Sicht gefügig wird. Und das Problem daran ist, all dieses findet statt, ohne dass Syrien oder Iran oder Russland und überhaupt gar nicht China natürlich, auch nur in irgendeiner Form darauf Bezug nehmen, dass alle Westbevölkerungen mehr als kriegsmüde sind,
von solchen, wie soll man sagen, groß angelegten Geheimoperationen und dem künstlichen Ermorden von Menschen ohne eine echte Revolution im Hintergrund, die von den Bevölkerungen getragen wäre, dass die Bevölkerung davon die Nase voll haben hier bei uns im Westen und nichts lieber täten, als gegen ihre Regierungen aufzustehen. Aber es fehlt ihnen einfach sehr viel Informationshintergrund und es fehlt auch ein bisschen Unterstützung dazu. Und es wird immer weniger begreiflich, warum man in Damaskus, Teheran und Moskau nicht mehr tut, um hier eine widerstandswillige Bevölkerung, ich rede einfach von Mehrheiten auch, in ihrem Bestreben gegen den Krieg zu unterstützen. Das wäre leicht und sehr billig. Viel billiger jedenfalls als alle Militäranstrengungen. Herr Hosse, erläutern Sie bitte, was Sie damit exakt meinen. Ich meine, dass wir eine gar nicht vorhandene, fast beim Thema Syrien, fast nicht vorhandene beim Thema Iran und nur in ersten Ansätzen vorhandene Öffentlichkeitsarbeit dieser drei Länder in den NATO-Ländern haben. Das heißt, hier wird gar nichts oder fast gar nichts getan, um die Bevölkerung vernünftig aufzuklären. Gerade im Kontakt mit Ihnen, lieber Herr Jörg, mit Ihrem Hause, ist ja klar, wir haben hier Sendeabschaltungen und so weiter. Aber es gibt genügend deutsche Journalisten, die gerne arbeiten würden in einem anderen redaktionellen Umfeld als dem verlogenen Misthaufen unserer Großmedien, die ja wirklich also nur in Ausnahmefällen mal die Wahrheit berichten über diese Themen, über die wir uns ständig unterhalten. Da entsteht ein großer menschlicher Druck und Not. Ich kriege ständig Anfragen, aber es passiert nichts. Syrien, Iran und Russland wollen sich offenbar in der westlichen Öffentlichkeit nicht auseinandersetzen. Und was ich konkret meine, ist das Begründen von Sendern, von Druckmedien, von Internetmedien, die einfach über geeignete Wege, ich meine, das machen wir Westler ja vor. Wir unterwandern doch Russland mit NGOs, mit Nichtregierungsorganisationen, mit sogenannten, die CIA finanziert sind in guten Teilen. Wir bringen Internetinformationen und gedruckte Informationen in fremde Völker. Und ganz offen arbeiten wir auf den Umsturz von Regierungen hin und die wehren sich nicht. Ich spreche jetzt insbesondere von Russland. Aber natürlich passiert sowas auch mit Sonderbudgets im Iran. Und hier nicht zu antworten, das wäre so, als würde Ihre Generalität, Herr Schorkny, sich hinstellen und sagen, zu Wasser verteidigen wir uns nicht, da haben wir keine Lust und überlassen den persischen Golf der amerikanischen Flotte. Sowas würde kein Militär im Iran machen, aber auf dem Sektor der Öffentlichkeitsarbeit passiert das locker. Herr Hossel, ich muss, was mein Land betrifft, Ihnen widersprechen, denn die Existenz dieses Senders deutet darauf hin, dass man doch Wert auf Öffentlichkeitsarbeit in den westlichen Ländern setzt. Aber die Frage ist, wie groß ist überhaupt der Wille in der westlichen Öffentlichkeit, solche Nachrichten aufzunehmen und ihre Nachrichten bzw. Nachrichten der westlichen Länder zurückzudrängen? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und wie soll man sagen, Sie fragen auch den Richtigen, weil mit wenig anderem befasse ich mich in den letzten 25 Jahren meines Lebens. Und ich kann Ihnen dazu Folgendes sagen. Was Ihr Sender tut, ist ein wichtiger Grundstandard sozusagen, der aus Ihrem Land heraus betrieben wird. Was wir aber brauchen, wovon ich nun seit einiger Weile versuche, die drei beteiligten Regierungen, die ich angesprochen habe, zu überzeugen, das ist, dass man mit deutschem Personal in Deutschland hergestellte Medien baut, die niemand mehr abschalten kann, die aus der deutschen Bevölkerung heraus gemacht werden und in der Arbeitsweise, wie wir das hier im Medienkonsum gewohnt sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt noch viele andere Punkte, denn der Iran betreibt keine nennenswerte Lobbyarbeit. Der Iran betreibt auch verschiedene andere Dinge nicht, über die man weniger offen sprechen kann als über Öffentlichkeitsarbeit, die aber zu einem Gesamtpaket
von Arbeit im öffentlichen Raum eines anderen Landes, die einfach dazugehören. Unter diesen Umständen sehe ich also die Effizienz der IRIP-Arbeit sozusagen auch gefährdet. IRIP könnte viel stärker werden, wenn es eingebettet wäre in andere Anstrengungen, wie ich sie bezeichnet habe. Das aber benötigt ein Paketdenken. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist nicht so, dass der Iran, dass die Führung in Teheran desinteressiert wäre, dann gäbe es IRIP und den deutschen Service zum Beispiel gar nicht und den englischen und französischen und so weiter. Sie sind ja in vielen Sprachen aktiv, das ist gut so, aber das kann nicht mehr sein als ein Anfang. Und das und leider geht es über diesen Anfang kaum hinaus. Herr Horsell, wenden wir nochmal der Situation in Syrien zu. Angesichts der anhaltenden Gefechte an der syrisch-türkischen Grenze hat der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan den Vereinten Nationen Versagen vorgeworfen. Und der syrische Staatschef Bashar al-Assad seinerseits hat Erdogan vorgeworfen, Osmanischen Reich nachahmen zu wollen. Was halten Sie von diesen Unterstellungen? Ja, das ist interessant. Die Türkei kommt insbesondere auch durch die geschickte syrische Politik mit den Kurden unter einen gewaltigen Zugzwang. Ein Zugzwang, der so groß ist, dass sogar die NATO-Partner der Türkei, insbesondere auch die USA, ein bisschen daneben stehen und wollen nicht ganz in der Radikalität und Stärke vorgehen, wie der türkische Partner Erdogan das gerne hätte. Und das ist eine ganz schlechte Situation für die Türkei, die hier in der Region direkt in der Nachbarschaft unpopulär im eigenen Volk so etwas macht. Ich kann subjektiv nachvollziehen, um Ihre Frage zu beantworten, den Vorwurf von Erdogan, aber er hilft ihm gar nicht. Er dient dazu, die Türkei weiter zu isolieren. So bringt das nichts. Insbesondere eben, was wir eingangs bemerkt haben, angesichts der auch in den USA jetzt anerkannten Rückhaltschwäche dieser bewaffneten Aggression innerhalb Syriens gegen die Regierung in der Bevölkerung Syriens. Und dann kommen die Vorwürfe vom syrischen Präsidenten. Die sind weitaus stichhaltiger und auch, ich will mal sagen, weitaus breitenwirksamer als die des türkischen Präsidenten, auch in der türkischen Bevölkerung. In der türkischen Bevölkerung hat man sich an einen Wirtschaftsaufschwung gewöhnt, man hat sich an innere Reformen gewöhnt und plötzlich zieht die seit Jahren in der Regierung befindende Regierungspartei AKP die Schraube an, hunderte von Journalisten wandern in den Knast. Und dass eine freiheitlich gewordene journalistische Ambiente in der Türkei ist stark und nachhaltig gestört. Und das mögen die Türken überhaupt nicht. Die mögen diese osmanischen Träume von Herrn Erdogan gar nicht und wollen davon nichts wissen. Und insofern ist Assad gut beraten gewesen, dieses einmal offen anzusprechen, um zu sagen, was soll es denn? Es ist einfach eine nackte Aggression und es bringt nichts. Das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht, das so zu tun. Ich sehe darin Glaubwürdigkeit. Herr Horsell, lassen Sie mich zum Schluss den Präsident Assad zitieren, der in einem Russia Today Interview gesagt hat, ich zitiere, über seine eigene Zukunft könnten nur Wahlen entscheiden. Die Wahlurne werde jedem Präsidenten ganz einfach befehlen, zu bleiben oder zu gehen, sagte er in diesem Interview. Wäre das vielleicht nicht ein Wort, das jeden friedensliebenden Menschen, darunter auch Syrer selbst, zu Herzen nehmen sollten? Ja, da gebe ich Ihnen tatsächlich vollkommen recht. Dieses Interview ist ohnehin aus mehreren Gründen interessant. Lassen Sie mich kurz, weil wir auch über die aktuelle Lage sprechen, 3-4 Fakten anbringen, nach denen Sie jetzt nicht gefragt haben. Erstens, am 6. vor 3 Tagen hat der russische Außenminister Lavrov in Jordanien erklärt, die Aufständischen hätten 50
schultergestützte Luftabwehrraketen des Typs Stinger in der Hand. Die Türkei hat behauptet, sie hätte ein Abkommen mit den USA erzielt über die Lieferung von Patriot-Flugabwehrsystemen, mit denen man praktisch über Syrien eine Flugverbotszone militärisch einrichten könnte, ohne UN-Mandat. Und dann haben wir das Angebot des britischen Premiers Cameron an Assad bei einer Exilierung zu helfen. Assad hat das alles abgelehnt, trotz dieses Drucks und trotz der Beschießung seines Palasts in Damaskus. Was ich nur sagen will, ist im Prinzip die Äußerungen, die da im Interview von Assad gefallen sind, die sind hochinteressant. Natürlich wäre das ein guter Weg, dass das syrische Volk sich ausdrückt, und Syrien wäre gut beraten, viele wirklich neutrale, ich rede nicht von einer weiteren Großarmada von westlichen NATO-Agenten oder sowas, sondern glaubwürdige Persönlichkeiten zu einer Wahlbeobachtung bei einer Präsidentenwahl in Syrien einzuladen und das dann auch so durchzuziehen, wie er auch schon die Parlamentswahl durchgezogen hat. Natürlich waren da Macken dran und natürlich ist das verbesserungsbedürftig, aber unter den Umständen war das eine politische Riesenleistung, zu der man Syrien nur beglückwünschen kann, so kritikwürdig es bleiben mag, war das ein großer Fortschritt. Wenn Syrien bei der Präsidentenwahl noch einen großen Fortschritt machen möchte, ich kann das von mir aus hier nur stark unterstützen, aber ich sage Ihnen offen, die politische Szene in der Türkei, in Katar, in Riyadh, also in Saudi-Arabien, ist so aufgeheizt, auch in der NATO, wo der David Cameron, der zwar den Iran nicht angreifen möchte, aber Syrien gerne kaputt machen, wie er erklärt. Das sind Sachen, die lassen mich befürchten, dass was immer demokratisches Assad in Syrien tut, er wird die Aggression des Westens im Verbund mit einigen arabischen Partnern oder der Türkei leider vermutlich nicht beenden können. Vielen Dank, Herr Hossein, für diese Einschätzung. Besten Dank, alles Gute nach Teheran.